Hallo, das ist ein Strick-Podcast. Ich bin die Andrea und auch wenn es niemand mehr hören kann, muss ich dazu erwähnen, alles, was ich euch zeige, ist weder gesponsert noch in irgendeiner Weise geschenkt worden von einer Firma, sage ich jetzt bewusst. Denn es ist ein Geschenk dabei, das ist aber eher privater Natur. Also ich bekomme keine Geschenke von irgendwelchen Firmen oder so. Ich sitze hier, zeige euch, was mich begeistert und wovon ich überzeugt bin. Und da euch das zum Kauf verleiten könnte, muss ich dazu sagen, dass es dann automatisch Werbung ist. So, abgefrühstückt, guten Tag. Schön, dass ihr wieder da seid. Für euch zum ersten Mal, für mich zum zweiten Mal. Denn aller Neuanfang ist schwer. Ich hatte eben aufgenommen und wollte es dann hochladen und habe dann gemerkt, dass ich hochkant aufgenommen habe und nicht quer. Was für euch dann ziemlich blöd wäre, weil ihr dann nur so eine ganz kleine mittlere Fläche habt, wo ihr das alles sehen könnt, beziehungsweise schwierig sehen könnt, wenn ich euch dann näher was zeigen möchte, wolle oder Anleitung, dann sieht man ja kaum was. Also habe ich mich dazu entschlossen, nochmal neu zu drehen. Ich setze mich hier hin, baue nochmal, also ich hatte ja alles aufgebaut, dann habe ich es abgebaut, dann habe ich es wieder aufgebaut, habe meinen Kaffee dazugestellt. Setz mich hin und ihr könnt es euch denken, natürlich kippt der Kaffee um. Auf alles, was hier lag, inklusive mir. Ich war auch zur Hälfte voll mit Kaffee. Also wenn ich euch gleich die ein oder andere Anleitung zeige, dann seht es mir nach, dass da ein paar Kaffeeflecken drauf sind, weil ich habe die jetzt nicht nochmal extra ausgedruckt. Ist wirklich alles voller Kaffee, wirklich alles. Auch mein Strickstück, was ich gerade stricke. Und teilweise kommt es mir vor, als hätten wir noch unser Katerchen, denn vielleicht wissen die ein oder anderen Hunde- oder Katzenbesitzer, dass Tiere sehr aufmerksam werden, wenn man strickt. Und bei unserem Katerchen war es damals so, dass der unglaublich gerne den Faden so ins Maul genommen hat. Ne? So. Und dann hat man so gestrickt und irgendwann kam dann so ein Stück nasser Faden. Und genauso fühlt sich das gerade an. Ab und zu ist es mal ein bisschen nass, obwohl ich schon so gut versucht habe, wie es geht, trocken zu machen. Egal, lange Anleitung, also lange Einleitung. Kommen wir doch jetzt mal zum Stricken. Deswegen, weswegen ich eigentlich aufnehme. Ja, ich freue mich, wenn ihr immer noch da seid oder ganz neu zugeschaltet habt. Freue ich mich sehr. Es gibt ja mittlerweile so viele YouTube-Kanäle, so viele neue, dass ich gar nicht mehr durchblicke. Ich gehöre ja schon so ein bisschen zum alten Eisen. Und ja, ihr seht, ich bin trotzdem noch da oder wieder. Und ja, guck mal, wie es so läuft. Ich habe wieder eine relativ lange Strickflaute gehabt, was eigentlich am Wetter gelegen hat. Sommer ist nicht so meine Strickzeit. Es gibt ja wirklich Leute, die stricken ganzjährig. Im Sommer bin ich mit mir selbst beschäftigt, damit klarzukommen, die Hitze zu überstehen. Das ist nämlich eine Tortur. Und ich, also wenn ich den Sommer wegrationalisieren könnte, was ja unfair ist, vielleicht nur für mich, vielleicht nur so über mir drüber und so 10 Meter um mich herum würde ich den Sommer gerne komplett wegrationalisieren, wenn das geht. Aber naja, wenn das jeder machen würde und jeder so sein eigenes Wetter hätte, wäre das bestimmt ganz lustig anzusehen, wenn man so draußen wäre, so in einer Fußgängerpassage und jeder hat sein eigenes Wetter und schleppt es mit sich rum. Das ist ganz witzig vielleicht der Gedanke. Ich schweife ab. Ich bin immer noch beim Stricken eigentlich. Ja, aber was das Gute ist, was ich euch nämlich vorher bei dem hochformatigen Video gar nicht zeigen konnte, es sind nämlich in der Zwischenzeit zwei Päckchen bei mir eingetroffen. Und das ist ganz gut, dass die gekommen sind. Das kann ich euch dann nämlich zeigen. Und das war nämlich vorher nicht der Fall. Ich weiß auch nicht, mein Pony, der
verselbstständigt sich so ein bisschen. Ich lasse ihn wieder lang wachsen. So, ich hoffe, ihr habt bis jetzt den Sommer gut überstanden. Und ich weiß ja, nicht jeder wie ich ist ein Sommerhasser. Und viele lieben den Sommer und lassen sich extra schön schmoren in der Sonne und gehen an den See oder ins Schwimmbad, ins Freibad. Und ja, stricken den ganzen Sommer über. Ich habe jetzt vor 4 Tagen angefangen wieder mit Stricken und habe ein wunderschönes Projekt auf den Nadeln, was ich stricken wollte, seit ich es gesehen habe. Und zwar ist hier auch Kaffee drauf. Ja, hier ist auch Kaffee drauf. Schade, aber vielleicht seht ihr es gar nicht so schlimm. Hier unten, da wälzt es sich ein bisschen. Und zwar rede ich von dem Easy V Sweater von Caitlin Hunter, Boyland Knitworks. Und der hat mir so, so gut gefallen, dass ich ihn ja doch jetzt recht schnell annadeln wollte. Und ich habe gedacht, das Beste, um aus der Strickflaute rauszukommen, ist ein neues Projekt, was einem wirklich Spaß macht. Genau, und dann habe ich das gekauft. Das ist eine Kaufanleitung auf Ravelry und habe es mir ausgedruckt. Und ja, stand dann davor, welche Farben nimmst du denn oder welche Wolle? Das wird gestrickt mit Decay Stärke. Das Originalgarn ist das Dream State von Spin Cycle, was es aber, soweit ich weiß, nur in Amerika gibt und ich wollte nicht in Amerika bestellen. Und Decay Garn ist halt etwas dicker und habe dann im Wollladen meines Vertrauens mal gestöbert. Ich rede hier von Strick Verliebt von der lieben Melle. Die hat einen Online-Shop und auch ein bestimmt wunderschönes Wolllädchen in Grünberg. Wenn ihr da mal seid, in der Nähe, das ist bei Marburg, dann schaut doch da mal vorbei. Ich habe bis jetzt nur einen virtuellen Rundgang sehen dürfen oder bei einem virtuellen Rundgang beiwohnen dürfen, wo ich so viel Schönes gesehen habe. Und ja, die Melle legt eben auch Wert auf nachhaltige Garne, fair produzierte Garne. Und wenn ihr da auch Wert drauf legt, dann kommt ihr da total auf eure Kosten. Unabhängig davon, dass sie 1000 Kleinigkeiten hat und alles so zusätzlich an Strickmaterial und Bücher ohne Ende. Und ich glaube, der Laden wäre mein Tod, wenn ich da wäre. Jedenfalls könnt ihr auch online schauen. Und die Melle sponsert mich übrigens nicht. Ich mag die Melle, deswegen möchte ich hier auch ein bisschen Werbung für sie machen. Aber wenn ich bei der Melle was kaufe, ist das natürlich selbst bezahlt, ne? Also, ja. Genau, und dann habe ich mal wieder gestöbert online und habe geschaut, was könnte ich denn für eine Qualität nehmen und bin über was ganz Tolles gestolpert, nämlich über Slavika Yarns. Das ist diese wunderschöne Banderole. Oh, ich zitter. Ich habe doch gar keinen Kaffee getrunken, der ist doch umgekippt. Genau, Slavika Yarns und die Qualität heißt Mokosch. Es wird so geschrieben. Und da ist drin 60% Merino, 20% Yak, 20% Seide. Und auf 100 Gramm bekommt ihr pro Knäuel 212 Meter. Und die Nadelstärke ist 3,5 bis 4,5, also die Decay-Stärke. Und ich habe die wunderschöne Farbe In the Olden Days. In the Olden Days. Und das ist diese hier. Das ist so ein Rosenholzton. Wie könnt ihr es da am besten sehen? Ein Rosenholzton mit goldenen Sprenkeln. Und die Seide ist Maulbeerseide. Und das ist ein ganz, ganz wunderbares Garn. Ich bin sehr begeistert. Und jetzt zeige ich euch das Strickmal. Das ist dieses. Und ihr seht, dieses Garn ist wunderschön.
Und auch in der Sonne. Also ich bin so begeistert, weil genau diese Farbe verändert so ihre Leuchtkraft und auch die Farbe an sich verändert sich, wenn man in der Sonne ist oder wenn man im Schatten ist. Das ist total irre. Und was ich dazu beimerken muss, was wirklich außergewöhnlich ist, was ich so noch nie bei einer handgefärbten Wolle hatte, ist, dass ich überhaupt keinen Übergang sehe. Also selbst bei handgefärbter Wolle, die aus einem Lot ist, also aus einer Färbung, sieht man immer mal so kleine Variablen und sieht, okay, da hat sie einen neuen Knäuel genommen. Deswegen strickt man eigentlich handgefärbtes Garn auch mit zwei Knäueln immer abwechselnd, damit das nicht so sehr auffällt. Und das muss man hier gar nicht, weil seht ihr hier, wo ich den Knäuel gewechselt habe? Seht ihr hier irgendwas? Nö, ne? Ich gehe noch mal näher dran. Hier sieht man nichts. Da ist kein Übergang. Und hier stecken zwei, nee, mittlerweile drei verschiedene Knäuel drin. Man sieht nichts. Und oben habe ich handgesponnene Wolle rein verstrickt. Das sind auch alles. Ups. Ich habe jetzt hier wohlweislich eine Flasche, eine verschlossene Flasche mitgenommen. Es ist echt heiß. Ihr merkt, ich schwitze schon wieder. Ich schwitze mich schon wieder tot. Genau, handgesponnene Wolle. Das sind richtige Schätze von mir gewesen. Und die liegen schon seit Jahren in der Kiste. Und ich wollte da immer ein Tuch stricken oder sonst irgendwas und habe gedacht, ich heb die auf. Ja, und dieses Aufheben dauert jetzt schon Jahre. Und ich habe gedacht, es ist jetzt an der Zeit, die Knäuel rauszunehmen und sie zu würdigen, indem ich sie verstricke in ein schönes Teil, was ich dann auch tragen kann. Und da habe ich ja viel mehr davon, wenn ich die schöne Wolle anziehen kann und bei mir haben kann, als wenn ich weiß, die liegt in einem wunderschönen Strang in irgendeiner Kiste. Und ja, es ist eigentlich blöd, dass man immer die schönste Wolle aufhebt. Für was? Ich bin jetzt gegangen und habe die ganzen handgesponnenen Knäuel rausgeholt und habe sie versponnen. Habe sie verwickelt. Und da habe ich zum Beispiel dieses hier, das war mein liebster Strang. Der sah so wunderschön aus. Ich glaube, auf Ravelry könnt ihr mal schauen, weil da steht auch die Qualität mit dabei. Der hat nämlich auch einen Seidenanteil. Und da habe ich zwei Stränge von gehabt. Ein wunderschönes Rot. Und die Fasern für all meine handgesponnene Wolle waren alle von Regenbogenwolle, bis auf eins. Das hier, das ist so ein wunderschönes, ganz, ganz dunkles Aubergine. Das ist mit Spinnfasern gesponnen von Honneur Ochre, von der Caroline, die Nutidenjahn macht. Das ist die einzigste Ausnahme. Den Knäuel habe ich zum Beispiel gewickelt. Auch so ein Schatz gewesen. Aber den habe ich gar nicht in den Pulli rein verstrickt. Ich habe ihn einfach nur gewickelt, genauso wie diesen hier. Und das war, glaube ich, handgefärbte Faser von Regenbogenwolle von der Charlene. Und das war. War das Madeleine-Tosh? Nee, das war Malabrigo. Diese Malabrigo-Kammzüge. Aber fragt mich jetzt bitte nicht mehr nach der Farbe. Das kann ich euch nicht mehr sagen. Wie gesagt, die gesponnenen Stränge, die lagen wirklich alle schon Jahre in meiner Kiste. Und dann habe ich dieses Knäuelchen hier. Das hatte ich schon gewickelt. Und das kam halt auch super von der Garnstärke her, weil, wie gesagt, also hin. Ich brauchte ja DK-Garnstärke und deswegen habe ich eben den und den nicht nehmen können, weil die dünner ausgefallen sind. Sonst wäre es mir zu dünn geworden. Und ein bisschen habe ich davon reingestrickt. Und ich weiß, das ist auch ein Lieblingsknäuel von mir gewesen, habe ich auch zwei Stück. Und ich weiß noch, der hieß Loch Ness.
Und da ist auch Seide mit drin. Ist auch so ein Seidenanteil. Und da habe ich aber gleich gemerkt, oha, der wird auch ein bisschen dünn. Deswegen habe ich da nur zwei reingestrickt. Und dann habe ich noch hier von dem hier gehabt. Das war mal ein geschenkter Faserstrang. Und den habe ich schon länger gesponnen und gewickelt. Ich kann euch nichts mehr sagen zu der Qualität und wo ich den her hatte und wie das, woher die Fasern waren, das weiß ich nicht mehr. Genau. Aber alles zusammen habe ich hier rein verstrickt und so sieht das eben aus. Und genau, und das andere ist eben dieses wundervolle Slavika-Jarn in der Mokosch-Qualität. Und ihr bekommt bei der Melle in dem Laden, und ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, dass bei Strickfair verliebt, dass sie die einzigste ist, die die Slavika-Garne vertreibt hier in Deutschland, soweit ich informiert bin. Genau. Und ich bin wirklich, wirklich, wirklich angetan davon. Und sie hat noch ein paar Farben in Pullimenge. Ein wunderschönes Tintenblau und noch zwei verschiedene Grüntöne. Das sieht total schön aus. Und ich weiß, dass es von Slavika-Jans auch noch andere Qualitäten gibt. Dünnere Wolle, glaube ich. Sockenwolle? Ich weiß es gar nicht. Und da ich so begeistert bin davon, werde ich mit Sicherheit auch nochmal zuschlagen. Irgendwann. Ich habe nämlich vor, für meinen Sohn einen Pulli für Herbst-Winter zu stricken. Er will einen Pulli haben. Und da habe ich auch ein ganz tolles Buch für bestellt. Das ist aber noch nicht da. Das zeige ich euch das nächste Mal. Und genau, das ist eine tolle Wolle für jemanden wie meinen Sohn, der relativ schnell sich unwohl fühlt in Wolle, die ein bisschen kratzt. Also Alpaka oder so mag er nicht. Und mit Nutiden oder auch mit Lopi-Wolle brauche ich ihm gar nicht um die Ecke kommen. Das kann er überhaupt nicht haben. Und die Wolle, die ist halt null kratzig. Deswegen denke ich, komme ich mit der ganz gut zurecht für einen Pulli für ihn. Ja, und die Anleitung, die ist auch super. Und ich zeige euch gerade mal hier das Bündchen. Also Easy V heißt ja das Strickmuster und das kommt eben durch diesen V-Ausschnitt von hinten und vorne. Und ich hatte am Anfang Bedenken, dass dieser Ausschnitt zu groß wird, weil ich das ja eigentlich nicht mag. Und ich sehe immer auf Fotos, also es gibt wahnsinnig viele Projektfotos auf Ravelry und auf Instagram. Da könnt ihr mal schauen unter Easy V. Und die meisten haben einen sehr großen Kragen. Ich weiß nicht, ob die den dann extra weit zuppeln, wenn er gewässert ist. So wie ich ihn jetzt angezogen habe zum Anprobieren, sitzt er perfekt und ich mag es lieber, wenn die Krägen etwas höher geschlossen sind und das ist bei dem der Fall. Also ich kann da nicht klagen. Ich werde auch gucken, dass ich ihn nach dem Wässern, wenn ich ihn überhaupt wässer, so zusammenlasse, dass der Kragen nicht weiter wird. Weil ich hatte mir schon überlegt, okay, das ist so ein Drüberziehpulli, ziehst dann T-Shirt unten drunter. Und dann ist es ja egal, wie weit der Kragen ist, aber ich glaube, das muss ich gar nicht. Genau. Also, soweit bin ich schon. Ich habe vor 4 Tagen angefangen, also heute ist der 4. Tag. Und ich habe gestrickt, was das Zeug hält. Ich hatte nämlich unverhofft Überstunden frei bekommen. Und da hatte ich sehr viel Strickzeit und habe natürlich die Zeit in wirklich neben dem Haushalt und was man sonst so machen muss, habe ich meine freie Zeit in Strickzeit investiert. Also es ist kein Hexenwerk, dass ich schon so weit bin. Es ist einfach viel freie Zeit. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich bin wieder so richtig drin, dass ich wirklich gedacht habe, jetzt macht es auch wieder Sinn, ein Video für euch zu drehen, weil vorher hat es keinen Sinn gemacht. Ich habe ja nicht viel zu zeigen gehabt. Genau. Und schuld ist unter anderem auch die liebe Caro. Ich habe nämlich auch, also ich war relativ abstinent, was Strickvideos anging auf YouTube. Und jetzt habe ich mal alle Videos von der Caro nachgeholt, die ich noch nicht gesehen habe. Von anderen Kanälen hole ich die auch jetzt noch nach. Also Sabina muss ich gucken und die Duck und ja. Und
Die Caro hat mir richtig wieder Lust gemacht aufs Stricken und sie hat so tolle Videos gemacht, wo man einfach so dazu sich setzen konnte und konnte sein Strickzeug nehmen und Kaffee trinken und stricken und es war voll schön. Und so bin ich irgendwie wieder reingekommen. Ja. Und natürlich ist das so einem schönen Projekt geschuldet wie den EasyV-Sweater. Wenn das Spaß macht, dann geht das von alleine. Ne? Ja, ich heb mal gerade den Knäuel auf, der da sich verkrümelt hat. So. Okay. Genau, das ist mein aktuelles Projekt. Dann habe ich schon mitbekommen, dem einen oder anderen, der Ranunculus oder Ranunculus oder so, der wurde ja wohl des Öfteren schon in Videos gezeigt oder ihr werdet damit zugespammt auf Instagram und so. Aber es tut mir leid, aber ich habe auch welche gestrickt und die muss ich euch jetzt zeigen. Ein letztes Mal. Weiß gar nicht, ob ich euch den fertigen schon gezeigt habe. Ich habe als aller. Moment. So, es läuft weiter. Genau, also ich weiß gar nicht, ob ich euch. Nee, da war ich nicht. Ich war dabei zu erzählen, dass der allererste Ranunculus für meine Mutter gestrickt wurde. Also eigentlich für mich, aber er hat ihr so gut gestanden, deswegen habe ich ihn ihr dann gegeben. Und zwar war das aus der Madeleine Tosh Merino Light. Und ich meine, es wäre die Farbe Flashdance gewesen. Das war ein wunderschönes Blau-Lila. Steht ihr wahnsinnig gut. Und deswegen hat sie den ersten bekommen. Den habe ich ratzfatz fertig gehabt, weil es ist wirklich ein tolles Projekt. Für wenig Garn, große Nadeln, relativ wenig Zeit und schon hast du so ein Ding fertig. Gerade wenn er auch mit kurzen Ärmeln gestrickt wird. Super. Und man braucht zwei Knäule für eine normale Größe. Ich sag mal so zwischen 40 und 46, 48 braucht ihr zwei von diesen Madeleine Tosh Merino Light Knäulen, falls ihr die mal dafür verwenden wollt. Und ja, da ist auch jede Menge Kaffee drauf, merke ich gerade. Ich hatte es doch eigentlich trocken gemacht. Den kann ich gleich waschen. Und dann habe ich mir selbst einen gestrickt. Seht ihr den Kaffeefleck? Den habe ich für mich gestrickt. Und den hatte ich dabei, als ich mit meinem Mann einen Kurztrip nach Miltenberg gemacht habe, in das älteste Restaurant und Gasthaus Deutschlands. Da könnt ihr mal schauen, das ist wirklich sehenswert. Und wenn ihr Lust habt und in der Nähe seid, dann geht da mal essen. Aber ihr müsst vorher, glaube ich, reservieren, weil das ist sehr gefragt. Die haben ihre eigene Brauerei und sind unglaublich nett. Also so nettes Personal habe ich, glaube ich, in meinem ganzen Leben, außer in Griechenland, noch nicht erlebt. Die waren super. Und ja, ach so, der Gasthof heißt. Muss ich rausschneiden. Der Gasthof heißt Zum Riesen. Zum Riesen, genau. Und da kann man wirklich fantastisch essen. Die haben eine ganz tolle Küche. Und es ist halt ein uriges Ambiente. Ja, und da habe ich den mitgenommen und angehabt. Und da war es noch nicht so heiß wie jetzt. Denn jetzt, obwohl der so luftig und fluffig ist und so löchrig, ist der mir zu warm. Ich wollte ihn vorhin anziehen für den Videodreh. Ich habe ihn nach 2 Minuten ausgezogen. Ich kann das nicht ertragen. Der ist so warm. Und jetzt kommt's. Auch wenn das so ein löchriges und dünnes Gestrick ist, hält es so warm, dass ich mir vorstellen kann, jetzt im Herbst, Winter vielleicht so ein Longsleeve-Shirt unten drunter zu haben und den einfach überzuwerfen, weil der so warm hält, ne? Das ist schon eine gute Sache. Den habe ich übrigens gestrickt aus Schillerster Jahren. In der Farbe Spring Forest. Und das ist ein Garn, das ist auch toll.
Das ist ein vierfädiges Garn und hat auf 50 Gramm 200 Meter Lauflänge. Da ist drin 10% Kaschmir, 10% Babykamel, 40% Angora und 40% Merino Lambswool. Und das war mal eine Wolle, die ich mit der lieben Helena, Suppendrachen-Helena, die übrigens auch mal wieder ein Video drehen kann. Ich werde sie mal darauf hinweisen, dezent. Habe ich schon mehrmals, aber sie hat echt viel Stress um die Ohren. Genau, diese wahnsinnig schöne Wolle habe ich mit ihr mal getauscht gegen was anderes. Und daraus ist jetzt der Ranunculus für mich entstanden. Und weil das so schnell geht und so ratzfatz, habe ich einen dritten angeschlagen. Ich weiß, der dritte Ranunculus, Moment. So, das war mein Mann und ich kann so schlecht reden, wenn er da ist. Dann komme ich mir so komisch vor. Wie die Peanuts so, ne? Mein dritter Ranunculus in einer Bam-Farbe. Das ist auch Madelintosh Merino Light. Ich hatte voll Bock auf die Farbe. Das ist die Farbe French Toast. Und ja. Da fing dann meine Strickflaute an. Den hatte ich mit als Projekt eben in Miltenberg. Und irgendwann wurde es dann warm und die Strickflaute kam. Das reimt sich sogar. Es wurde warm und die Strickflaute kam. Ja, und da lag er und lag und lag und lag und lag. Und irgendwann habe ich so gequält, mal eine Runde gestrickt, weggelegt. Dann wieder eine Runde gestrickt, weggelegt. Und so ging das die ganze Zeit. Und jetzt habe ich mich durchgerungen, mal den Körper fertig zu stricken und das Bündchen. Und letztens war ich bei meiner Mutter und da habe ich das Bündchen gestrickt und da sagte, oh, also ihr erinnert euch, die Mutter, die schon das blau-lila Teil hat, oh, der ist aber schön. Und meine Mama ist 84 und der stehen Knallfarben so gut. Und dann war ich mit dem Bündchen fertig. Da habe ich gesagt, ja, wirfen die mal um. Und die sah so niedlich da drin aus. Die sah so goldig da drin aus. Da habe ich gesagt, hab, ja, ich stricken für dich, logisch. Jetzt habe ich das Problem, dass ich eigentlich gerne mein Easy-V weiter stricken möchte, was ich auch tue. Aber täglich kommen jetzt Anrufe. Wann ist denn der schöne Pulli fertig? Hast du schon die Ärmel dran gestrickt? Nein, darf ich noch nicht. Wann machst du das denn fertig? Ja, bald. Ich hatte auch einen kleinen Knäuel, den ich euch zeigen wollte, wie viel ich noch davon habe. Der ist jetzt durch die Kaffeeaktion verschwunden. Er wird nicht verloren gegangen sein. Er ist hier mit Sicherheit irgendwo. Also ich habe noch zwei kleine Knäuelchen und da stricke ich ein bisschen Ärmel dran. Also so ein bisschen angesetzten Ärmel. Das reicht auch schon bei dem Strickmuster. Es ist nicht mehr viel. Und da ist jemand, der wartet wirklich sehnsüchtig drauf. Aber unabhängig davon zieht sie den anderen Ranunculus auch nicht bei der Hitze an. Es ist einfach abartig heiß und du kannst sowas nicht anziehen. Bei der Hitze, auch wenn es so ein lockeres Gestrick ist, gehst kaputt. Wirklich, du gehst kaputt. Es muss wirklich ein bisschen kälter sein, dann geht das. So. Ich bräuchte einen Fächer oder sowas. Habt ihr eigentlich schon mal gesehen? Da ist der Chester. Der ist wieder am Start. Ja, mit eigenem Klappstuhl, mit eigenem Sonnenklappstuhl. Selbstverständlich. Ich habe auch einen zweiten Sonnenklappstuhl für seinen Kumpel, der immer noch nicht da ist. Wer weiß, wann der kommt. Ja. Und soweit zu den Projekten, die jetzt gerade in der Mache sind oder die schon fertig sind. Jetzt komme ich zu einem Projekt, da ist auch die liebe Caro dran schuld. Ja, und ich habe nämlich heute ein Päckchen unter anderem von der Caro bekommen, weil ich mich letztens mit ihr unterhalten habe. Und zwar, die streut ja auch ganz böse Viren. Ganz, ganz, ganz böse Viren. Und da habe ich eine Karte von ihr bekommen. Da habe ich mich sehr gefreut. Und wir haben uns so unterhalten und ich habe gesagt, oh, dein Shifty-Sweater, der ist wunderschön. Und ich würde auch gern so einen Shifty-Sweater stricken. Und wie hast du das denn gemacht? Und
Ich rede von dem Shift, die von der Andrea Mori. Das ist eine Kaufanleitung auch auf Reverie. Das ist jetzt die Anleitung 2.0, die ich natürlich auch gekauft habe. Jetzt guckt euch mal den Pulli an. Schwierig. Also die Andrea Mori ist wirklich dünn. Die hat eine Topfigur, ist super schlank. Unabhängig davon, dass ich finde, das Teil sieht aus wie eine Ritterrüstung, wie so ein Kettenhemd. Also das sitzt wie eine Presswurst und hat auch so von der Optik her, sieht es sehr fest aus. Und der Kragen da hinten, der steht ab. Und ich habe auch ganz oft gesehen bei der älteren Anleitung, die jetzt nicht aktualisiert wurde, dass sich das hier in dem Bereich der Zunahmen total wellt. Und im Gesamten glaube ich nicht, dass das was für mich ist. Hat die Caro auch so gesehen. Und die hatte nämlich eine tolle Idee, weil nämlich der Gag bei dem Pulli ist ja natürlich, diese Maschen, diese bunten Maschen, die du eben auf eine bestimmte Art und Weise strickst. Das ist natürlich der Gag da dran. Der ganze Shape von diesem Pulli, den finde ich nicht gut. Und die Caro hat so gemacht, dass sie die Maschen von diesem Strickmuster integriert hat in den Raglano von der Nicola Susan. Ich will gar nicht so viel zeigen. Das ist nämlich ein kostenloses Strickmuster auf Reverie. Genau. Und da ist eine Schemazeichnung da. Könnt ihr das sehen? So. Und die Caro hat ihren schon fertig gestrickt. Den könnt ihr beide ihr in dem aktuellen Video sehen. Oder habt ihr vielleicht schon gesehen. Und die hat diese zwei Strickmuster vermischt. Und das ist eigentlich so gar nicht meins. Weil ich tue mich damit echt schwer. Ich habe es immer ganz gerne. Da ist eine Anleitung. Ich folge da Schritt für Schritt, hake es ab, was ich gemacht habe und gut ist. Und sobald ich mein Gehirn anstrengen muss beim Stricken, ist es schwierig. Weil Stricken ist für mich ja Entspannung. Ne? Und am liebsten denke ich nicht großartig drüber nach, sondern stricke einfach so vor mich hin und nüdel so. Und ja, sobald es ein bisschen komplizierter wird, denke ich mir, na, ist nicht mehr so entspannt. Aber das Ergebnis bei der Caro, das hat mich so überzeugt. Ich fand das so toll. Da habe ich gesagt, auch die Farben, die du dir ausgesucht hast, die sind super. Und ich will auch mit Schoppel-Zauberbällen stricken. Und was hat die Gute gemacht? Sie hat gesagt, ich habe noch so viel übrig, dann schicke ich dir meine, die ich noch übrig habe. Ich so, was? Ich so, okay. Ich freue mich riesig. Ich freue mich wirklich riesig. Und das Paket ist heute angekommen. Und ich wusste ja schon im Vorhinein, welche Farben ich bekommen werde. Und habe dann eine Bestellung losgeschickt, weil ich die doppelte Menge haben wollte. Ich wollte von jeder Farbe zwei haben. Und ich habe bestellt, Vorsicht Werbung, bei Heikes Handgewebtes. Das könnt ihr im Internet finden. So habe ich es auch gefunden. Einfach mal googeln. Schoppel Zauberwoll, Zauberbälle, Heikes Handgefärbtes. Und die hat eine tolle Auswahl an den Zauberbällen. Also eine der besten Auswahlmöglichkeiten, die ich gefunden habe. Und darum habe ich auch gerne bei ihr bestellt, weil ich eben auch gerne kleine Lädchen unterstütze und nicht immer so diese ganz großen, sondern ich bin ja auch so mehr so buy local und ja, unterstütze die kleinen Lädchen, deswegen habe ich sehr gerne bei ihr bestellt und es war ratzfatz da, innerhalb von 2 Tagen ist es jetzt gekommen. Nur mal so nebenbei bemerkt. Heute ist Freitag, genau, ich habe Mittwoch, ich glaube Mittwochabend habe ich bestellt und heute ist das Päckchen da. Nur mal so unter uns. Und genau, ich zeige euch jetzt erstmal die Knäule von der Caro. Aber wer die Videos von der Caro kennt, der kennt auch die Knäule, weil die hat sie schon gezeigt. Das ist einmal dieser wunderschöne. Das ist U-Boot, gehe ich mal von aus.
Genau, das ist U-Boot. Also ich habe mich ja ein bisschen mit den Farben beschäftigt. Das ist Camouflage. Und das ist Lockstoff. Und noch so ein paar Restchen. Und ich weiß jetzt nicht, welche Farben das sind. Ist ja auch egal. Und upala. So, und genau diese Knäule habe ich eben auch bestellt bei Heikes Handgefärbtes. Eben Camouflage, U-Boot und Lockstoff, so dass ich von jedem Knäuel zwei Stück habe und habe mir dazu bestellt, weil ich gedacht habe, die Farbe passt ziemlich gut dazu. Und damit ich auch nicht, also damit ich genug Garn da habe zum Kombinieren, habe ich mir noch zweimal diese Farbe hier bestellt und die heißt Drachenauge. Und alle Zauberbälle sind crazy Zauberbälle in der Sockenwollqualität mit 420 Meter pro 100 Gramm. Ja, also habe ich jetzt quasi diese Kno. Oh nein, der eine riecht nach Kaffee. Das U-Boot. Karos U-Boot riecht jetzt nach Kaffee. Das sind die Farben, die ich miteinander auf jeden Fall kombinieren möchte. Camouflage, U-Boot, Lockstoff und Drachenauge. Und dann halt noch die kleinen grünen Restchen. Die kommen da mit Sicherheit auch noch irgendwo rein. Ja, und wie schön, dass ich nochmal aufgenommen habe, weil dann konnte ich euch das jetzt zeigen. Und das sind so die nächsten Projekte, die ich so im Kopf habe. Also, zuerst möchte ich den Easy V-Sweater fertig stricken. Dann die Ärmel noch dran stricken an dem Ranunculus für Mama. Dann möchte ich den Raglano Querstrich Shifty Sweater stricken. Und noch einen schönen einfachen Pulli für meinen Sohn für Herbst, Winter, wobei ich da noch keine Wolle habe. Das sind so die nächsten Projekte, die ich vorhabe. Und ja, vielleicht, wenn ihr Lust habt, nehme ich demnächst mal wieder auf und dann zeige ich euch das und dieses grandiose Buch, was ich bestellt habe. Das liegt bei mir jetzt auf der Arbeit. Ich bin aber erst am Montag wieder da. Das zeige ich euch dann auch gerne das nächste Mal. Das ist toll. Und ich habe mir die deutsche Version bestellen müssen, weil es die englische erst ab November gibt. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal nach deutschen Anleitungen gestrickt habe. Das ist schon Jahre her. Im Zweifelsfall muss mir meine Mutter da mal helfen, weil ich finde die deutschen Anleitungen wirklich um einiges schlechter zu verstehen als die englischen. Ich finde, durch die verschachtelten Sätze gestaltet sich das sehr schwierig, da überhaupt den Sinn dahinter zu entdecken, was der Designer jetzt eigentlich von einem möchte. Und das Englische ist wirklich sehr einfach, kurz und klar strukturiert. Deswegen stricke ich eigentlich lieber nach englischen Anleitungen. Aber was nützt mir ein Buch, was Mitte Ende November in den Handel kommt, wenn ich doch für Herbst, Winter einen Pulli brauche? Mitte, Ende November brauche ich nicht mehr anfangen. Deswegen hoffe ich, dass ich damit klarkomme. Ihr werdet sehen. Ich zeige euch das Buch das nächste Mal. Und sonst verrate ich nichts darüber, weil lasst euch einfach überraschen. Das ist echt cool. So, genau, dann bin ich jetzt fertig. Und ich glaube, das reicht jetzt auch erstmal für ein erstes Hallo mal wieder nach langer Zeit. Und ja, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende und lasst die Nadeln klappern und glühen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben.